Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Zwei Dinge sind mir aufgefallen bei der Rede vom Kollegen Alexander Funk. Ich glaube, es muss noch mal betont werden, der Kollege Flaggus hat das gemacht, aber es ist anscheinend nicht überall deutlich angekommen, das Sportachtel wird von niemandem in diesem Hause in Frage gestellt als Grundlage der Finanzierung des LSVS. Und der zweite Punkt ist das Angebot, in der Lenkungsgruppe mitzuarbeiten. Das sehen wir durchaus sehr positiv. Allerdings die Forderung, dort mitzumachen, die kam ja nicht nur von der Linksfraktion, sondern auch von uns immer mal wieder. Ich kann mich allerdings nicht entsinnen, dass vor dem heutigen Tage ein Angebot stand, mitzuarbeiten. Okay. So, erneut befassen wir uns an dieser Stelle mit dem Thema LSVS bzw. mit der Sportförderung im Saarland. Dieses Mal aber, wie ich finde, in einem etwas erfreulicheren Rahmen. Um es vorwegzunehmen, wir als AfD-Fraktion werden dem vorliegenden Gesetzentwurf heute zustimmen. Auch wenn wir nicht bei allen Punkten bis ins letzte Detail übereinstimmen, insbesondere auch was die Notwendigkeit und die Ausgestaltung des Verstärkungsfonds betrifft, so ist es dennoch ein guter und notwendiger Gesetzentwurf und darüber hinaus eine Chance für dieses Parlament und dieses Land und seine Sportler. Es wäre die Chance, den schönen Sonntagsreden von notwendigen Veränderungen in der Förderung des Saarsportes auch endlich einmal konkrete und greifbare Taten folgen zu lassen. Es wäre die Chance, über die Parteigrenzen hinweg den Willen zur Veränderung gerade auch in die Bevölkerung zu tragen, die massiv an Vertrauen in politisch Verantwortliche verloren hat. Es wäre außerdem die Chance, ein Zeichen zu setzen in Richtung, wir haben verstanden und aus den Fehlern gelernt. Dass diese Chance heute allerdings nicht genutzt werden würde, sah man schon an dem noch am selben Tag eingereichten korrespondierenden Antrag der Koalitionsfraktionen. Ein Antrag von CDU und SPD, der die Serie von Lippenbekenntnissen konsequent weiterführt. Eine ganze DIN A4-Seite nichts als eine halbseidene Zustandsbeschreibung und darüber hinaus wohlklingende Phrasen, wie beispielsweise, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, den notwendigen Prozess zur Neustrukturierung werden wir unterstützen und begleiten. Sie als die Regierung tragende Fraktionen und politisch Verantwortlichen sollten dann doch schon mehr tun als unterstützen und begleiten. Zum Beispiel einfach einmal liefern. Einschneidende und dringend notwendige Veränderungen im Bereich der Sportförderung sind mehr als überfällig. Das haben nicht zuletzt der LSVS-Skandal und die nachfolgende Aufarbeitung klar aufgezeigt. Eine Aufarbeitung, die mehr als deutlich ein Geflecht aus mangelhafter Kontrolle, Untreue, Vetternwirtschaft und Dilettantismus ans Tageslicht gebracht hat, bei dem selbst Experten und Rechnungshüter fassungslos mit dem Kopf schütteln. Eine Aufarbeitung, die darüber hinaus bis zum heutigen Tag über 1 Million Euro an Steuergeldern verschlungen hat und ein Ende nicht absehbar ist. Der Spiegelredakteur Roman Lehberger kreierte in seinem Artikel Finanzaffäre im Saarland vom 06.04.2019 das durchaus zutreffende Kunstwort Saarlermo, in Anlehnung daran, dass das kleine Saarland in vielerlei Hinsicht dem Süden Italiens nicht ganz unähnlich ist. Leider aber nicht aufgrund der Schönheit des Landes, sondern aufgrund von politischem Filz und fragwürdigen Verstrickungen. Doch nicht nur der Finanzskandal auf Landesebene schafft es in die bundesweite Berichterstattung, das schafft mittlerweile auch eine Kreisstadt im Osten des Saarlandes. Die hat es zu durchaus fragwürdigem Ruhm geschafft und war Teil einer Steuergeldverschwendungsshow im deutschen Fernsehen. Saarlermo eben, im Großen und im Kleinen. So zumindest das katastrophale Bild, das das Saarland derzeit abgibt. In der Summe sollte das eigentlich ein deutliches Signal an alle politischen Verantwortlichen im Saarland sein, Vertrauen wiederherstellen zu müssen, könnte man meinen. Stattdessen darf man aber davon ausgehen, dass diese dringend notwendigen und vor allem einschneidenden Veränderungen mit dieser Regierung und ihrer schwarz-roten Mehrheit in diesem Haus nicht zu erwarten sind. Schon allein die Tatsache, dass diejenigen, die jahrzehntelang für diese Strukturen und Vorgänge mitverantwortlich waren, unter Ausschluss der Opposition nun die neuen Strukturen des LSVS quasi im Hinterzimmer planen. Das war der Punkt Lenkungsausschuss, der ja jetzt durchaus eine neue Richtung erfahren hat. Das darf und muss scharf kritisiert werden und hat schon einen gewissen Beigeschmack.
Der vorliegende Gesetzesentwurf würde unserer Meinung nach mehr Kontrolle und Transparenz in die Finanzierung des Saarsports bringen, insbesondere auch bei der Verteilung des Sportachtels, das ja niemand abschaffen will, wie bereits betont. Es soll einfach nur mehr Kontrolle bei der Verwendung dieser Millionenbeträge herrschen. Und ich bin an dieser Stelle auch mit dem Kollegen Lafontaine derselben Meinung, dass man hier eines der Kernprobleme konsequent angehen würde. Dass nun diejenigen, die am meisten von den bestehenden Strukturen profitieren, zetern oder gar die Autonomie des Saarsports in Gefahr sehen, darüber darf sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Wir halten diese Bedenken jedenfalls für vollkommen unbegründet und sowas geht aus dem vorliegenden Gesetzesentwurf auch in keinster Weise hervor. Was soll dann bitte daran falsch sein, wenn wichtige und hochbezahlte Positionen extern ausgeschrieben werden und ein Bewerbungsverfahren eingeführt wird, wie es auch in der Wirtschaft üblich ist? Ich denke, niemand unterstellt an dieser Stelle übrigens, dass die beiden aktuellen Geschäftsführer der Saar Toto Sport GmbH nicht qualifiziert genug wären. Wie es der Zufall in Salerno aber eben will, und da dürften wir uns dem Kern der Sache schon eher nähern, sind die beiden Geschäftsführer Mitglieder der saarländischen Regierungsparteien. Dieselbe Regierung, die diese beiden Geschäftsführer bei Saar Toto letzten Endes auch bestellt, ganz ohne externe Ausschreibung. Ein weiterer Kritiker der Neuordnung, wie sie in diesem Gesetzentwurf vorgeschlagen wird, ist der neue LSVS-Chef. Der ist tatsächlich sogar der Meinung, dass das CDU-geführte Innenministerium eine ausreichende Kontrollinstanz darstellt. Herr Zöhler, seines Zeichens CDU-Mitglied, scheint offenbar in den vergangenen Monaten das ein oder andere in der Aufarbeitung des LSVS-Skandals verpasst zu haben. Gerade auch in Bezug auf die Rechtsaufsicht. Doch genau dieses Muster zieht sich wie eine rote Linie durch Pöstchen und Posten in unserem Bundesland. Daher darf man mit grundlegenden Veränderungen wohl eher nicht rechnen, sondern eher mit Veränderungen getreu dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Wir sehen in dem vorliegenden Gesetzesentwurf einen richtigen und wichtigen Schritt in Richtung mehr parlamentarischer Kontrolle bei der Verteilung von Millionenbeträgen im Saarsport. Und die ist unserer Ansicht nach dringend notwendig, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Auch die vorgeschlagene Neu- und Umstrukturierung sehen wir grundsätzlich positiv, sowohl bei der Mitgliederversammlung als auch der Zusammensetzung des Vorstandes des LSVS, genauso wie bei der Begrenzung der Amtsperioden der Vorstandsmitglieder. Das sind unserer Meinung nach Schritte in Richtung mehr Demokratie, mehr Mitbestimmung, mehr Kontrolle, mehr Transparenz. Wir werden daher dem vorliegenden Gesetzesentwurf zustimmen. Den Antrag von CDU und SPD werden wir hingegen ablehnen. Eben weil wir die vorgelegte Gesetzesänderung aus der Linksfraktion als eine gute Basis für weitere Beratungen im Ausschuss für Inneres und Sport sehen. Vielen Dank.